So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal im Together-Modus mit der Julia und wir sind immer noch im Tempel von Mirak und wir suchen den Tempel von Mirak in diesem hässlichen Buch, diesem alten. Riecht ein bisschen modrig, wie so ein Pilz an der Wand. So, bist du da? Mach weiter. Julia ist gerade gemutet. Ich. Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, was zu essen. Achso. Wir können. Oha, was ist denn das? Aktivieren. Oh, hat gut mit dem Viech. Oh Gott. Was ist ich? Was ist denn, oh. Wir können die Sachen aktivieren auf dem Sockel. Oh, das ist so ein Vieh. Warum, können wir uns erstmal da drum? Ich komm. Der hat richtig viel Schmerz. Oh, 4000. Nice, und meine Eisform bringt dir gar nichts bei dem. Mir bringt hier gar nichts was. Kann ich mal schreien. Was ist denn jetzt los? Musst du wahrscheinlich ausrüsten aus. Wie hieß das? Willenbeugen, warum ist das? Seelenbeugen, ja. Willenbeugen, ja. Mit W. Nö. So wie du es runterklopfst, so heilt er sich wieder. Ja. Jetzt ist da noch einer. Nein! Nein, ich bin tot. Ah, aber ich bin Seele gefangen noch im Töten. Toten. Im Sterben. Warte, ich versuche erstmal reinzukommen. Dann gucken wir uns das mal an. Ich renne einfach ein bisschen weg und heile ja, mich während das. Umwandeln, Seelenbeugen, Seelenfalle. Hat nichts was gebracht, oder? Ich glaube nicht, ne. Hat Flamme was gebracht? Entwaffnen, ein bisschen, Feueratem, ja. Frostatem. Unerbittliche Macht. Furcht. Todeszeichen, töten. Und er hat sich fast wieder komplett geheilt. Das ist richtig schön hier. Ja. Wir müssen irgendein Buch da ausrüsten. Ich lese mal ganz schnell. Lass dir Zeit. Ich renne hier im Kreis. Ja. Knirschende Klinge. Wir müssen irgendein Buch da ausrüsten. Knochen schneiden und malen in feuchter, warme, glühender Erde. Apo heißt es. Apokalyptika. Forschende Schere, knirschende Klinge, habe ich jetzt schon gelesen. Knochenloser Glieder. Spähkugel. Forschende Schere, leere Hülle und krachende Klinge, die schnappen und zucken und biegen, das Opfer gewaltsam zu halten, bis Geist und Leben versiegen. Ah, auf diese Sockel. Ja, ja, auf den Sockel, da kannst du auch mal ausrüsten. Ich kann nicht sagen, wovon du redest. Eine klitschige Masse an Gliedern, die aus dem Griff sich winden, sich reckt, das Gesicht zu berühren, bis der Geist in Flammen schwindet. Leg mal knochenloser Glieder drauf. Aber ich weiß es nicht. Auf genau. Welchen? Hier sind ja mehrere Sockel. Achso. Dann müssen wir auf jeden eins drauflegen, schätze ich mal. Könnte ich mir vorstellen. So, ja. Wir müssen jetzt schnell rein wieder. So, Julia. Schwarzes Buch. Wachträume. Ah, ich muss mich erstmal heilen. Oh, wiederherstellen verbessert, auch schön. Ich habe ihn mal zu dir teleportiert. Leg mal hier knochenloser Glieder drauf. Habe ich doch schon. Naja, gut, nicht, musst du muss ja jeder, muss jeder selber machen, ja. Mhm. Muss ja auch jeder selber mitnehmen. Wow. Aufstrehender Sucher. Hat er im Maul. So, ich habe nun alle vier hingelegt, aber... Ich auch. Es passiert irgendwas. Passiert gar nichts bei mir. Ah.
Doch hier, Kapitel. Da ist ein Buch, bei siehst du? Bei mir ist nichts da. Nein. Echt? Guck mal, hier war da jetzt ein Buch, Kapitel 6. Oh, freut mich. Ich hab gesehen, wie du verschwunden bist. Wenn ich teleportier mir doch einfach nach. Ach, du bist tot, oder was? Nee. Okay, weil ich hab keinen Balken mehr bei dir. Mal umgang einfach die Viecher. Ist natürlich auch nicht ganz fein englischer Art, aber was willst du machen jetzt? Ja, geht ja nicht anders. Den kriegst du ja nicht klein, wie der sich heilt. Ja. Warum geht denn das jetzt nicht? Das kotzt mich doch schon wieder an hier. Hab ich bestimmt falsch hingelegt. Ach so, meinst du? Oder vielleicht eins vergessen? Bei mir haben die ganzen Sockel dann grün geleuchtet. Wenn die in der Ecke stehen kannst, kannst du mal gucken. Also du hast 4 Bücher von denen. Ja, das ist mir auch klar. Richtig schön. Von allen Seiten beschossen wird von irgendwelchen Idioten. Mega. Kein Magiker mehr. Es wird immer besser hier. Dreck und. Sind deine Gegenstände verzaubert. Na, Bett. Nee, noch nicht. Wir haben aus gerade. Wir sind jetzt erstmal noch in Solzheim. Werde ich nachher nochmal machen. Aber ich habe ein paar Seelensteine schon gesammelt jetzt. Da steht mir. Hallo. Eine mächtige. Super. Große. Gewöhnliche. So, weiter geht's. Kapitel 6. Warte, ich muss mich erst mal heilen. Achso, ja. Gibt's hier irgendwo so ein Magikard-Stein-Dingbums? Nee, ne? Nee, glaube ich nicht. Aber du kannst ja einen Trank reinkloppen. Hast du bestimmt einen Magiker dabei. Trank. Na, los geht's. Yes. Wie viele Kapitel hat denn dieses Scheißbuch? Ja, echt. Heißt so ein Dings. Oh, sehr gut. Die sehen dich aber auch gleich, egal was du machst, die sehen dich. Was ist denn los, Rudi? Wieso fliege ich denn jetzt? Krieg! Warum fliegst denn du? Ich habe nichts gemacht. Ich kann ja nicht runter. Das ist ja lustig. Oh, hier ist ein Wort der Macht. Das, wogegen du kämpfst, sehe ich auch gar nicht. Ach so. Kann ich ja nicht runter hier. Ich bin so, nur hier hochgelaufen. Kommst du mit? Ich komm nicht runter hier von dem. Ja, ich komm. Oh. Wort der Macht gelernt. Rüstung. Drachenform. Wow, das ist ja nett. Sagarot. Sarah. Er? Über uns. Fahre. Go, 3000 Leben. Ich sehe keinen. Den Drache siehst du nicht? Ach da, der hängt da. Ja, Drache, ja. Nur ein Drache. Und dafür brauchen wir das Wort der Macht. Level 58, die Drecksau, will ich mal sagen. Ist er gelandet? Bogen. 3000. Abgeschlossen. Ah, du bist in 10 beschlossen, abgeschlossen. Seid gegrüßt, Turi. Oh mein Gott, kann ich den jetzt? Euer Tun ist mächtig. Steigt auf und ich bringe euch zu. Oh, geil. Kann den Fahrer halten.
Wir können drauf reiten. Super, jetzt müssen wir zu zweit drauf. Screenshot. Wenn du auf Drachen reitest, kannst du ein Ziel fest anvisieren und es mit Magie angreifen. Du kannst auch Drachen befehlen, dein Ziel anzugreifen, um Schnellreise zu nutzen. Während du auf einem Drachen reitest, verwendest du die Weltkarte. Genaue Informationen findest du bei Hilfe. Bei mir fliegt er nicht, warum nicht? Bei mir auch nicht, bei mir gleitet er nur durch die schwarze Plörre. Ja. Scheiße, ich glaube, das geht nicht. Sehr lustig. Ich möchte, das funktioniert nicht, wenn wir das beide machen. Hm. Aber ich komme auch nicht absteigen, von daher. Nee, ich auch nicht. Soll ich mal versuchen, soll ich mal vom Server runtergehen? Uff. Ob das was bringt? Ja, mach mal. Trotzdem nicht. Kann gar nichts machen. Du? Nee. Guck mal, ich hatte hier gespeichert in dem Ding. Mal den Autosave. Nice Hex. Ja, Mann. X-Hex. Mittel 6. Wart mal dort, bitte. Hm? Weil ich habe immer nur Schnellspeichern jetzt gemacht. Ich wollte dann mal, lad mich mal bitte wieder ein, dann komme ich zu dir und dann gehe ich wieder vom Server runter. Achso. Ich will nicht nochmal Kapitel 5 komplett durchlaufen. Ja. Oh, jetzt fliege ich. Oh mein Gott, ich fliege. So auf einem Drachen. Ist das geil. Ich weiß zwar nicht, wie man den steuert, aber ich fliege auf einem Drachen. Echt? Ah ja, da fliegst du gerade. Oh, nice. Oh Gott, bist du hässlich. Aber ich habe keinen Dings zum Aufsteigen. Das ist ja lustig. Ich kann aber auch nicht runter. Ich häng halt jetzt, ich sitze halt jetzt hier auf dem Viech. Komm da nicht mehr weg. Kann auch nichts machen. Wollen wir mal sehen? Nee. Willenbeugen, ja. Habe ich ja schon. Ich kann auch gar nicht aufsteigen. Und du kannst nicht absteigen. Ich kann nicht absteigen. Dann müssen wir. Dann muss ich halt Kapitel 5 nochmal laden, dann nützt es nichts. Geht's nicht anders, ja. Brauchst du nur durchrennen. Hast ja gesehen. Wir haben auch nichts anderes gemacht. Ich lade jetzt auch nochmal hier. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Oh, warte, jetzt geht's. Vielleicht darf man das letzte Stück nicht zusammen. Ja, so vielleicht nicht. Dann mache ich auch mal vom Server, das ist ja blöd. Verbrennen wir auch mal die Verbindung. Und jetzt lade ich nochmal neu. Machen wir den letzten Teil alleine, würde ich sagen. Ja. Ich weiß zwar nicht, wo ich hin muss. Mal gucken, was der Schrei ausgerüstet ist.
Todeszeichen. Willenbeugen. Willenbeugen. So, wir müssen die zwei Sucher schnell umbringen. So, gib mir das Wort der Macht. Wort der Macht, hier lernt Rüstung, Drachenform. So, Willenbeugen ist ausgerüstet. Shit, da war zu weit weg, glaube ich. Hätte landen lassen sollen aus. Heilung. Jetzt haben wir das gemacht. Den zu zähmen. Bist du nah ran? Ich hab den einfach angeschrien. Ich hab den einfach angeschrien und dann ging das. Naja, der also direkt vor uns war. Aha. Aber ich hab keine Ahnung, was ich jetzt hier ist. Der fliegt hier rum und. Nein! Oh, ich bin tot. Einmal zugebissen, der Blödmann. Ich hab den zweimal angeschrien, hat zweimal nicht geklappt. Aber ich hab doch. Hast du den richtigen Streiter? Willenbeugen, oder? Hm. Hab ich den geskillt überhaupt schon? Ja. So, dann nochmal das Buch lesen. Vielleicht muss nur mal neu geladen werden. Schwarzer. Wachträume. Ich glaube, wir kommen gleich da raus bei dem letzten Kapitel. Aber eigentlich kommen wir im vorletzten Kapitel raus, oder letzten. So, da ist der Drache. Drachenblödmann. Land doch mal jetzt bitte. Ein dummes Schwein. Also, schnell hin. Habe ich den falschen Dings ausgerüstet? Was ist denn das? Mussten dir in die Favoriten legen. Hab ich eigentlich, verstehe ich nicht. Warum ist denn das ausgegraut bei dir? Das lädt gerade auf, ich habe gerade einmal abgefeuert. So. Na, Willenbeugen ist ausgerüstet. Komisch. Nein! Ah. Verstehe ich nicht. Aber es funktioniert bei mir auch irgendwie nicht, ja, ich weiß nicht. Ich teste erstmal die Willenbeugung. Jetzt geht's. Yeah.
Müssen wir uns noch kurz aufladen lassen. Wird Galdors Amulett ausrüsten, haben mehr HP. Natürlich, da gibt es so ein Ding, da lädt der Schreischneller auf. Das habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Amulett von Talos, glaube ich, ist das. Täubchen! Ihr braucht etwas? Nee, eigentlich. Vielleicht sollte ich mal eine Schnellreise machen. Damit er den Zustand mal neu lädt. Vielleicht keine dumme Idee, ich reise mal ins Dorf. Nach Rabenfels. Wenn das nicht funktioniert, müsste ich das Spiel mal kurz neu starten. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. So, ausgerüstet ist alles. Wildenbeugen, bla bla bla. So, dann nochmal hier schwarzes Buch. Wach. Wildenbeugen ist ausgerüstet. Dann doch mal. Land doch mal jetzt. Ich muss ihm direkt ins Face gucken. Yes. Ja, das ist ja blöd jetzt. Ich habe den genau angeguckt, habe meinen Schrei gemacht, hat nicht geklappt. Das ist echt komisch. Dafür komme ich nicht. In Kapitel 6 rein, weil dieses Buch sich nicht bei mir erscheint. Ich habe jetzt auch nochmal neu geladen. Ja, ich starte das Spiel jetzt mal neu. Das ist ja ärgerlich jetzt. Da hat sich irgendwas verbogen, glaube ich, weil Julia den zuerst angeschrien hat, wahrscheinlich. Und da hat sich jetzt irgendwas, vielleicht müssen wir diesen Kapitel nochmal zurückspringen, nochmal neu spielen. Da, wo wir vorhin den Ladepunkt gesetzt haben, da habe ich jetzt nochmal geladen. So, das weiß ich nicht, Dreckhund. Lädst du deinen Schrei voll auf? Musst du gedrückt halten, oder was? Ja, du musst gedrückt halten. Ach, das ist mein Fehler die ganze Zeit. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ach so, du kannst die drei Stufen aufladen, oder was? Genau. Aber ich glaube, mal neu starten ist auch nicht falsch. Mann, bin ich doof. Danke, Dreckhund. Aber das ist wieder mal der Beweis meiner These, dass 99% der Fälle ist das Problem vom PC. Gut. Seid gegrüßt. Euer Tuum ist mächtig. Steigt auf und ich bringe euch zu Mira. Memo an mich, Mod installieren, das sieht ja scheiße aus, Herr Drache, echt. So. Yes. Jetzt fliegt er. Ja, yeah, der Drachenreiter, ist das geil. Wenn du auf einem Drachen reitest, kannst du das Ziel fest avisieren. Das haben wir eben schon vorgelesen. Hilfe findest du im Hauptmenü. Vorsichtig.
Mirahak ist stark. Er wusste, dass ihr kommen würdet. Space anvisieren. Wo ist die blöde Sau? Wie ihr befehlt. Sofort. Sufen all. Wie ihr befehlt. So, die Minions ausschalten. Das ist ja cool. Ich glaube, du kannst ihn aber. Ich könnte da landen mit dem, oder? Ausrufezeichen. Wechseln. Wir wechseln. Sofort. Wie ihr befehlt. Was Schleicher. Ausrufezeichen 1. Na, wo wird's hin, Drache? Oh, Plusan, wir sollten fliegen. Okay, aber dann. Ihr lasst euch so leicht beeinflussen. Oh, das ist fast tot, mein Drache. Nein, noch nicht. Wir sollten zuerst unseren Gast begrüßen. Und so begegnen sich das erste Drachenblut und das letzte Drachenblut. Okay, sorry, ich muss das Schwert wechseln. Im Gipfel von Apokrypha. So hat es Hermaeus Mora ganz sicher vorgesehen. Er ist ein launischer Meister, wisst ihr. Doch nun werde ich frei von ihm sein. Meine Zeit in Apokrypha ist zu Ende. Ihr steht in voller Kraft vor mir. Also werdet ihr auch meine volle Kraft spüren. Ihr werdet sterben. Und ich werde mit der Macht eurer Seele nach Solstheim zurückkehren. Dann herrsche ich endlich wieder über mein eigenes Schicksal. Kusikret! Oh, da hat er noch. Aua. Wo ist der Blödmann? Ich sehe dich. Geht zusammen mit dem letzten Drachenblut um. Da ist er. Ja. Ich krieg die Scheißviecher schon gar nicht klein, ey. Oh, der hat sich geheilt. Sau, ey. So, wer Lust zu sehen, Dingsbums nützt uns, glaube ich, nichts mehr. Willenbeugen, also weg damit. Wir machen Eisform. Eisform ist gut. Scheiße, er hat auf 230 runter. Nein, 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 nein. Harter Kampf. Fuck. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Kommt mir vor wie damals bei Resident Evil. Nein, der Drache ist tot. Ja.
keine HP mehr. Nein, ich bin tot. Oh. Alter, dumme Sau. Ich hab gerade gespeichert, glaube ich. Noch bevor der Kampf anfing. Oh, geht weiter. Vielleicht Eisform bringt bei dem irgendwie nichts. Was Todeszeichen probieren. Oh, das ging. Könntet mir entkommen? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. Macht nichts. Ich habe einen neuen Drachenblutdiener gefunden. Ja, der meint bestimmt du ja nicht mich. Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Mira'ak träumte davon, sich gegen mich aufzulehnen. Lernt aus seinem Beispiel. Dient mir loyal. Und ihr werdet auch weiterhin reichen. Ich diene hier niemanden. Spinnst du oder was? Alter Blödmann. So, Mira'aks Handschuhe. Nice. Geile Klamotte. Mira'aks Stab. Nehmen wir alles. Was ist das hier? Schwarze Buch der Wachträume. Da kommen wir wahrscheinlich raus. Mal gucken, was wir noch looten können. Da lagen über einige Drachen rum, die der umgebracht hat. Oh, das ist unser Freund. So ein Arschloch, echt. Mira'ak. Du trägst so viel, du kannst nicht rennen. Ich brauche mal Flamme hier auf der Hand. Nicht, dass die dann in der richtigen Welt spawnen, die Dinger. Boah, so ein harter Kampf auf jeden Fall. Aber es ist wieder typisch Bethesda. Wir haben den nicht selber töten können. So, der ist leer, der ist leer. Könnte ich die ganzen Drachenknochen nicht mitnehmen, dummerweise. Aber das ist ja nicht so schön. Der haben wir schon gelootet. So, und die brennen. Gucken, was es hier sonst noch so gibt. Nichts, soweit. Jetzt mal ganz kurz die Klamotte angucken. Mira'aks Handschuhe. Mira'aks Helm 70. Ja, das ist sogar schlechter als unsere aktuell. Aber es ist was zum Ausstellen. Finde ich nicht schlecht. Ja, das werde ich ihn ausstellen. Das ist nichts, was ich jetzt anziehen würde, aber... So, dann denke ich mal, da können wir uns von dann schleichen. Sieht noch das Mira'aks Schwert oder sowas. Haben wir das aufgenommen? Ach, Mira'aks Schwert hier.
Absorbiert 15 Ausdauer. Aber es ist nur ein Einhänder. Das ist nicht meins. So, ab, würde ich sagen. Ja, hier ist nichts weiter. Wir reisen uns mal zurück. Ziel ist Solzheim. Oh. Modin Velet, Hauptmann der Redoran-Wache. Zu euren Diensten. Ah, okay. Ich werde euch brennen sehen. Oh, die kämpfen mit irgendwelchen fiktiven Abgebrannten oder sowas. Ich will noch mal kurz, ich weiß nicht, ob ich noch mal reinkomme in dieses schwarze Wachtrollbuch. Ich rast aus. Jo, jetzt haben wir noch die Erstladung. Dreck und ja. Der hält ewig mit der eine Sekunde, das war Top-Tipp. Top-Tipp, TT. Ich glaube, ich kann mir nämlich hier was aussuchen, das habe ich jetzt eben gerade nicht gemacht. Ah ja, genau. Entferner Redekunst. Entferner Alchemie-Talent. Missionstalent. Beschwörungstalent. Was ist denn das jetzt? Setzt er die Punkte an der Stelle zurück, oder was? Aber hier steht Entferner. Das ist natürlich blöd, dass ja auch nichts erklärt wird. So, was es mit den Talenten auf sich hat und dem Entfernen, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in so...